Nein, das stört keinen. Ich bin gesehen, dass deine Tochter auch tätowiert ist. Ja, ja, das ist normal. Nee, aber nicht jetzt. Ich fürchte, wenn die 16 ist, dann ist... Ja, wenn die 16 ist, Katastrophe. Wenn die 18 ist, meinst du dir? Ja, da streiten wir uns jetzt noch nicht drum. Aber es ist schon krass, was ihr für geile Motive habt hier. Hier ist der Ankunft. Unfassbar. Trocknete Erde, ne? Ah. Da war ja mal was. Machst du das auch richtig tätowieren oder was? Oder? Ich kann keinen Menschen Schmerzen zufügen. Also das ist jetzt ein Zindling. Wenn man das richtig tätowieren möchte, dann würdest du die Schablone wahrscheinlich mitgeben. Ne? Dann machen wir erstmal 2 Flaschen Wodka vorher zur Betäubung und dann mache ich das auch noch. Ach, noch ein Traktor? Einen kleinen schwarzen. Ja also cool. Die mussten in der Schnelle der Zeit, weil so Kinderfeste bei euch ja immer so kurzfristig geplant werden, das geht natürlich professioneller und beim nächsten Mal werden wir eine ganze Menge von solchen Sachen mit haben, weil den arbeiten die schon. Ah, ich habe auch eine coole Info, weil hier das Gelände, wo wir gerade sind, hatte ich das erzählt mit dem Kindergarten, den wir hier eventuell aufbauen wollen. Meine Frau steht hier neben. Und zwar sieht es ganz gut aus. Wir hatten ja gestern einen Termin mit Politikern. Und zwar wollen wir hier so einen Container-Kindergarten aufbauen und Spielgeräte von anderen Kindergärten nehmen, die abgesoffen sind, also die nicht mehr benutzbar sind. Und da sieht es wohl nicht schlecht aus, habe ich gerade eben gehört. Bin ich mal gespannt. Aber du hast das schon drauf, muss man sagen. Wenn ich jetzt ein Tattoo machen würde, dann könntest du auch in einmal Farbe über einen Eimer, über den Arm kippen. Ach, ich denke, dass sich dafür hier auch genug Leute opfern würden, von dir ein Tattoo zu bekommen. So. Ja, ziemlich cool. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemand gepudert hat, jetzt mache ich das. Hält ungefähr jetzt bis Weihnachten? Bis nächstes Jahr Weihnachten. 2, 3. Nee, das wäre mir völlig egal. Aber das möchte ich auch nicht. Super. Das gefällt mir. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Das, was ihr hier macht. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Krefeld. Oh, ich muss mein Handy drehen, höre ich gerade. Nee, ich nicht. Ich komme von hier. Sie ist eine Betroffene. Echt jetzt? Ahrweiler. Und durch sie haben wir gesagt, okay, das unterstützen wir. Und darum waren wir auch beim letzten Kinderfest mit 5 Leuten hier. Und da habe ich noch eine Kollegin aus Krefeld, die ich vom Karneval mitgebracht habe. Hallo. Die kennt sich auch mit Kindern gut aus. Und unser Team wird immer größer. Und ich habe eine ganze Menge Anfragen von Leuten, die gerne bei uns mitmachen wollen. Und das hier auch, wir sind alles Profis. Wir haben alle ein Kleingewerbe. Und freuen uns, dass wir auch wieder was machen können. Corona hat uns alle ausgefallen. Ja, muss man sich mal vorstellen. Ihr habt wegen Corona jetzt nichts verdient die ganze Zeit. Und kommt hier noch hin und macht das alles kostenfrei. Und schlimmer geht immer, weil wir haben Glück. Wir gehen nach Hause und wir haben... Ja, also und dann... Jeder kann was tun und wir können sowas. Ja. Super Einstellung, super Leute, Riesenherz. Vielen Dank. Und du knet im Kopf. Ja, ich muss leider wieder abschalten, weil wenn ich weiter filmen würde, dann habe ich Kinder drauf. Na, sag das. Das ist original von... Ja, genau. Das ist aus den Fluten gerettet worden, sozusagen. Aber es ist auch ziemlich alles, was übrig ist. Der Rest ist neu. Wo ist der Laden gewesen? Nee, oder? Nicht Laden, zu Hause. Zu Hause. Vorne an der A direkt. Ja. Ja. Ganz okay. Schön traurig. Am La Concordia. Hm. Ja. Ach ja. Moment, ich habe mein Handy weg. Ich verabschiede mich, ja? Bis nachher. Oder nochmal mein Tattoo. Mama, das ist wirklich ein originales, das geht nie wieder ab. Tschüss.